Kennt ihr auch diese epischen Battles zwischen Arbeitskollegen oder Freunden mit Nerfguns? Die, bei denen es nicht um Leben oder Tod geht, sondern einfach nur darum, wer das nächste Mittagessen bezahlt oder einfach nur, weil es Spaß macht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Nerfguns liebe. Egal ob klein, groß oder halbautomatisch wie diese Nerf Strike Elite hier. Was ich bisher aber noch nicht hatte, ist eine komplett 3D gedruckte Nerfgun. Bei meiner Recherche im Internet bin ich dabei auf zig verschiedene 3D gedruckte Nerfguns gestoßen, bei der eine besser aussieht als die nächste. Um gleich alle etwaigen Fragen vorweg zu beantworten, ja, ich habe mir vorgenommen, jede einzelne von ihnen zu drucken und zu testen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert bitte meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Die erste in meinem Sortiment sollte jedoch die FDL-3 von Project FDL werden. Warum ausgerechnet diese? Naja, ganz einfach. Zum einen gibt es die FDL-3 in vielen verschiedenen Ausführungen. Zum anderen sind die Möglichkeiten, seine FDL-3 durch Material- und Farbkombinationen zu personalisieren, schier unendlich. Ein persönliches Farbdesign kann man sich zum Beispiel, wie ich, vor dem Drucken auf der Website von FDL-3 zusammenstellen. So weiß man schon mal ungefähr, wie seine Nerfgun am Ende aussehen wird. Die Front und das Heck gibt es in unterschiedlichen Versionen. Mit einer Version kann man die hier in Deutschland üblichen Nerf-Darts verschießen. Für alle, die gerne halbe Darts verschießen, gibt es ebenfalls eine Version. Und auch für Magazine mit großer Füllmenge, zum Beispiel von Worker, gibt es auch eine Variation. Neben den Versionen in der Front gibt es dazu noch zwei Variationen im hinteren Teil. Zum einen gibt es den sogenannten Tail Semi, also eine halbautomatische Version, bei der man die Flywheels in der Front manuell starten muss. Dies funktioniert analog zu dieser halbautomatischen Nerfgun hier. Über den rein mechanischen Abzug betätigt man den Pusher, welcher die Nerf Darts aus dem Magazin nach vorne zu den Flywheels schiebt. In beiden Varianten für das Heckteil ist zudem noch der Akku verbaut. Dieser ist für beide Varianten der gleiche LiPo-Akku. Eure Akkus solltet ihr dabei in so einer Safeback hier lagern. Zudem ist auf der Oberseite ein Ein- und Ausschalter und eine Batterie-Ladestandsanzeige verbaut. Bei dem Tail Auto sieht das Ganze etwas anders aus. Hier gibt es statt der Batterie-Ladeanzeige einen schicken SparkFun MicroView Mikrocontroller mit OLED-Display. Wie der Name schon sagt, ist der Pusher jetzt nicht mehr rein mechanisch, sondern wird durch einen kleinen Getriebemotor mit einem recht hohen Drehmoment angetrieben. Über das OLED-Display lässt sich dann nicht nur der Ladestand der Batterie anzeigen, sondern auch die Geschwindigkeit der Flywheels mit Hilfe eines Drehrads einstellen. Über einen Druck auf das Drehrad kommt man in das Menü, welches einem noch mehr Möglichkeiten der Konfiguration anbietet. Man kann zum Beispiel die Schussrate einstellen oder aber auch die Min- und Max-Geschwindigkeit, mit der die Darts abgeschossen werden. Es gibt die Möglichkeit, die Menge an Darts pro Salve einzustellen, der Sound kann ein- oder ausgeschaltet werden, die Helligkeit des Displays kann variiert werden und vieles mehr. Die vorgenommenen Einstellungen könnt ihr dann an den Buttons auf der Seite entsprechend speichern. Ihr seht schon, dass man einige Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten für die FDL-3 hat, um diese perfekt an sich anzupassen. Standardmäßig kann man über die seitlichen Buttons die Schussmodi wechseln. Es stehen die drei Modi Single bzw. Semi, Burst und Auto zur Verfügung. Semi bedeutet, dass man jedes Mal, wenn man den Abzug drückt, nur ein Dart abgefeuert wird. Bei Burst wird eine Salve von Darts abgefeuert und bei Auto wird geschossen, bis das Magazin leer ist oder man den Finger vom Abzug nimmt. Die Flywheels werden über Brushless-Motoren angetrieben. Diese pressen dann die Darts praktisch gesehen aus der Mündung heraus. Das passiert mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass die Darts eine recht ordentliche Distanz zurücklegen. Gesteuert werden diese über ESCs, also Electronic Speed Controller. Und diese wiederum werden über einen eigens für die FDL-3 designten Controller gesteuert. Insgesamt werden für die FDL-3 genau 3 selbstdesignte Leiterplatinen verbaut. Grundsätzlich kann man aber auch dieses Setup bestimmt mit einem Arduino nachbauen. Der Bau einer FDL-3 macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Alle Druckteile habe ich speziell für meine FDL-3 mit dem KVP PETG in Pearl Ruby Slippy, Edge Glow Yellow und von Form Futura Titan X gedruckt. Dabei kann man alle Teile ausnahmslos auf einem Prusa Mini drucken. Es gibt aber auch Stolpersteine beim Zusammenbauen, beziehungsweise Dinge, die ich gerne verbessern würde. Zum einen ist der Ausbau der Flywheels recht umständlich, denn hierfür müssen quasi die komplette Front zerlegt werden, um an die Flywheels heranzukommen. Auch der Kabelkanal in der Mitte lässt sich besser gestalten. Hier müssen die Kabel unter einem kleinen Gitter durchgeführt werden. Das ist nicht nur nervig, sondern geht auch ausschließlich, bevor man die Kabel krimmt und mit einem Stecker versieht. Eine zweiteilige Komponente wäre hier, glaube ich, eine sinnvollere Variante. Insgesamt finde ich die FDL-3 jedoch sehr gut gelungen. Damit ist man auf jeden Fall für das nächste Match gut gerüstet. Apropos, ich habe noch ein paar Jahresgespräche mit Mitarbeitern zu führen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert bitte unseren Kanal und bleibt auf dem Laufenden. Bis dahin, happy printing! Hast du mal gerade ein paar Minuten, um über dein Gehalt zu reden? Hera, Hermes, Icarus, Na, Narcissus, Medusa, Epassos, Asha, La, Susus, Minerva, Ecobubus. I love it when you couscous. Aphrodite, Ventus, Chaos, Dionysus.